Unser Eulenherz schlägt heute mit Tom Bergner, der Nummer 28, der Eulen, präsentiert von der GAG. Tom, Freitag 20 Uhr, GWD Minden, wird GWD erleben, welch guten Spieler sie bekommen? Leider nicht. Es reicht noch nicht ganz. Also ich fange die Woche schon deutlich mehr an zu trainieren und mache mehr mit den Jungs, aber für Kontakt reicht es noch nicht und nächste Woche steige ich wieder voll ein, aber leider kann ich am Freitag noch nicht zeigen, was sie sich da geholt haben. Habt ihr Glück gehabt. Tom, du hast ein Jahr jetzt gespielt auf Leihbasis, nach einer Schulter-OP gut reingekommen. Was hat das Jahr Ludwigshafen, ein Jahr Eulen für dich gebracht, sportlich, menschlich? Also sportlich, ich habe mich, glaube ich, extrem weiterentwickelt. Das habe ich auch gemerkt. Am Anfang war man noch relativ unsicher bei den ersten 3-4 Spielen. Aber mit der Zeit kam ich dadurch rein, hat wirklich Spaß gemacht, auch jedes Heimspiel vor allem, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich auch noch auf das letzte Heimspiel, dass ich das noch miterleben darf. Ja, und menschlich, ich habe super tolle Leute kennengelernt hier. Sehr herzlich, super aufgenommen worden. Die Mannschaft, aber auch das Umfeld, also wirklich top, da kann ich mich nicht beschweren. Und ja, der Abschied fällt halt schon ein bisschen schwer. Du hast es gesagt, am 1. Juni gegen Coburg wird ein Abschiedsspiel sein, mit voller Halle und mit Tom Bergner in guter Form. Vielen Dank. Richtig, gerne.